2022 kam die größte Lego-Burg aller Zeiten heraus. Aber warum hat diese Burg keine Türen am Eingang, sondern nur ein Fallgatter und eine Zugbrücke? Immerhin hatten einige klassische Lego-Burgen Türen, auch wenn diese komischerweise meist nach außen aufgingen. Das damals verwendete System wird allerdings schon seit 2010 nicht mehr produziert. Es gab drei verschiedene Größen von abgerundeten Türen, Fensterläden und rechteckige Türen und natürlich die Harry Potter Tür. Das heutige System verwendet Clips und ist daher etwas flexibler einsetzbar, weist aber auch etliche Lücken auf. Es gibt zum Beispiel keine richtige abgerundete Burgtüre mehr. Die einzige Ausnahme sind ein paar Junior-Sets, die noch ein ähnliches System wie das alte verwenden, allerdings in einem riesigen Formteil. Ausgerechnet die Burg kam zudem ohne die passenden Türen. Der Bedarf für die abgerundeten Türen zeigt sich an den hohen Preisen am Markt. Je nach Variante kann man hier schon mal 7 Euro für eine einzelne gebrauchte Türe hinlegen. Der Jubiläumsritterburg würden solche Türen auch sehr gut stehen. Es scheinen sogar die passenden Aussparungen vorhanden zu sein, um die neuen Aufnahmen einzubauen. Die Türen müssten natürlich deutlich höher sein, um den Durchgang ganz zu verschließen. Aber nicht nur dort würden die Türen passen. An der Treppe zu den Wohngemächern passt sie einfach nur perfekt. Alternativ kann man sich natürlich mit gebauten Türen behelfen, wie sie in unzähligen Lego-Sets zu finden sind. Leider sind diese meist mehr als einen Stein dick und daher nicht gerade elegant und leichtgängig. Trotzdem habe ich mich an einer selbstgebauten Variante für die Jubiläumsritterburg versucht. Ihr könnt das Tor sogar von innen versperren. Falls ihr euch für die Schritt-für-Schritt-Bauanleitung interessiert, findet ihr diese auf rebrickable.com. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Was denkt ihr? Sollte es wieder solche Türen aus einem Teil geben? Oder findet ihr die gebauten sowieso besser?